Cello, willkommen zum Interview der Woche. Nicht dein erstes Mal hier bei uns. Lass uns mal auf das vergangene Wochenende zurückschauen gegen Braunschweig. Du hast es 2-2 gemacht, den Treffer zum Endstand sozusagen. Wahrscheinlich ein sehr wichtiges Tor, oder? Vor allem, wenn man bedenkt, direkt nach dem Anstoß die Braunschweiger gar nicht so in die Euphorie kommen lassen. Ja, klar, war es halt eine gute Antwort auf das Tor. Weil sonst wäre es schon, glaube ich, schwierig geworden, dort nochmal dann der zweite Rückstand, nochmal die Fans, die da im Rücken waren. Aber unterm Strich, klar, schön, wenn man ein Tor schießt, aber ich war jetzt mit dem Endergebnis nicht ganz so zufrieden. Ich glaube, dass wir da auf jeden Fall Punkte liegen lassen haben. Aber wenn man das Spiel jetzt nochmal in der Nachbetrachtung sich ansieht, dann muss man mit dem Punkt schon zufrieden sein. Es war dein erstes Tor seit über einem Jahr, seit Mai, glaube ich, 2021, wenn ich richtig geguckt habe. Sagst du, ärgerst du dich so lange nicht mehr getroffen, oder sagst du dir selber, ich definiere mich gar nicht über Tore, ich habe meine Stärken woanders? Ich glaube, jeder Fußballer schießt gerne Tore. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, es ist egal, ob ich Tor schieße oder nicht. Klar freut man sich drüber, aber unterm Strich ist es dann auch immer so, wo man gerade aufläuft. Und wenn man dann als defensiver Sechser im System spielt und, sage ich mal, den anderen den Rücken frei hält, ist es gar nicht so wichtig, dass man da regelmäßig immer sich auf dem Scorerboard wiederfindet, sondern ich glaube, habe ich häufiger in der Vergangenheit auch schon gesagt, dann ist es auch mal geil, wenn im 16er einen abgerätscht, dass es halt nicht das Gegentor fällt. Und von daher, klar, ist es geil, Tore zu schießen, aber es ist auch nicht unbedingt ein Muss. Mal weg vom Sportlichen einmal kurz, wir haben uns hier heute mal an den Rhein gesetzt. Für dich ein gerne genommener Rückzugsort, oder verbindest du etwas mit dem Wasser allgemein so? Wo ich in Düsseldorf noch gewohnt habe, bin ich häufiger am Rhein spaziergegangen mit meinem Hund. Das ist halt einfach, ich mag es nicht so, den Trubel zu haben, ich mag es nicht so, das Highlife-Ding, sondern ich ziehe mich da gerne zurück. Suche mir Orte aus, wo nicht so viele Leute gerade unterwegs sind, am besten dann irgendwo auch alleine. Habe ich einfach meine Ruhe. Klar, jetzt vielleicht nicht die Stelle vom Rhein, wo wir gerade sind, aber trotzdem mag ich es einfach nicht, irgendwo zu sein, wo Halligalli ist. Und von daher ist der Rhein halt schon, finde ich, schön. Unten kann man gut spazieren, so ein bisschen den Kopf frei machen, das ist gut, ja. Bei den Temperaturen, heute haben wir wieder über 30 Grad, holen wir uns nachher vielleicht noch einen kleinen Drink, ein Bütchen. Was würde es sein, was würdest du bestellen, wenn du jetzt nachher dir etwas Kühles holst? Eine kalte Cola geht immer. Schlagen wir den Bogen mal wieder zurück zum Sportlichen. Eine Statistik, die du vielleicht kennst, vielleicht aber auch nicht. Mit dir in der Startelf hat die Fortuna im letzten Jahr 1,6 Punkte pro Spiel geholt, im Schnitt, ohne dich nur einen. Du warst jetzt auch bei der einzigen Niederlage gegen Sandhausen nicht dabei. War dir das bewusst, oder ist das komplett neu für dich? Klar kriegt man das schon mal mit, wenn man es irgendwo so von außen hört, aber ich finde es immer schwierig, das an einer Person festzumachen, was ich auch nicht glaube, dass es stimmt, sondern es gehören immer 11 Leute plus 3 Einwechsler plus eben die Leute, die noch da mit im Kader sind, dazu. Das ist dann immer nicht so abhängig davon, ob eine Person spielt oder nicht, sondern in den Spielen haben wir es dann allgemein besser oder eben halt nicht so gut gemacht. Von daher will ich das gar nicht an meiner Person festmachen. Einer dieser Spieler ist Ao Tanaka, mit dem du, wenn ihr beide fit wart, in dieser Saison im Mittelfeld sehr oft miteinander gespielt hast. Von außen betrachtet würde man sagen, das harmoniert sehr gut, dass ihr euch sehr gut auch ergänzt. Wie fühlt es sich für dich auf dem Feld an? Ja klar, ich glaube, das ist auch ein guter Spieler, das müssen wir gar nicht drum herum reden. Hat letztes Jahr ein bisschen schwierig gehabt, weil er eben aus Olympia dann nicht so mit der Vorbereitung hier zu uns gekommen ist, sondern ein ganz neues Land für ihn ist, immer den Jetlag hatte aus Japan und alles viel unterwegs war und gar nicht so wirklich angekommen ist. Aber jetzt seit diesem Jahr, wo er sich ein bisschen akklimatisiert hat, sage ich mal, hat er wirklich einen guten Schritt gemacht wieder. Und dass er halt ballsicher ist, das sieht man ja, dass er da Qualität hat, uns weiter zu helfen, ist ja auch ganz klar. Und in den ersten Spielen hat er wirklich auch wirklich gute Spiele abgeliefert. Ja, klar versteht man sich gut mit ihm, aber ich verstehe mich da mit jedem gut. Ja, klar. Wir haben auch zwei neue im Team, mit Pacho war ja auch noch jemand, aber zwei, die auch auf dieser 8er, 6er Position auflaufen könnten, mit Joris Hendricks und Michael Kawovnik. Könnte man jetzt mal plakativ sagen, Konkurrenz belebt das Geschäft, auch auf dem Trainingsplatz? Ja, kann man auf jeden Fall sagen. Ich glaube, wenn du im Training nicht gefordert wirst, dann kannst du nicht deine beste Leistung abrufen. Und deswegen ist es immer wichtig, dass du einen guten, kompakten Kader hast, der auf jeder Position am besten doppelt besetzt ist. Und dass der da hinten dran ist, wer es auch immer ist, muss den gerade pushen, der irgendwo spielt. Und nur so kannst du an deine Grenzen gehen, nur so kannst du deine Grenzen auch überschreiten und so kannst du nur besser werden. Und deswegen, klar, wenn du eine qualitativ hohe Dichte im Kader hast, ist für jeden besser. Sprichst du schon an, gute Überleitung. Du bist ja jetzt schon einige Jahre bei uns.
Wie würdest du so die Qualität und die Breite des Kaders einschätzen? Nicht nur im Vergleich zweite Bundesliga jetzt, sondern auch vielleicht im Vergleich zum früheren Vorspielerkadern? Ja, ich tue mich immer schwer, das zu vergleichen mit wie was früher, sondern ich glaube, dass wir aktuell einen guten Kader haben, mit dem wir auf jeden Fall auch Spiele gewinnen können. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Aber was auch wichtig ist, ist, dass man nicht im Vorbeilaufen die Spiele gewinnt, sondern dass du für jedes Spiel wirklich hart arbeiten musst und an deine Grenzen gehen musst. Weil wie wir jetzt gesehen haben, wenn wir es mal nicht tun und unachtsam werden hinten, dann fängst du dir auch mal schnell eins. Und so haben wir aus den letzten zwei Spielen zwei Unentschieden geholt. So, wo ich sage, mit zwei Toren, die du vorne schießt, kannst du Spiele auch gewinnen. Deswegen, klar, haben wir noch offene Punkte, wo wir uns verbessern müssen auch. Aber trotzdem haben wir, glaube ich, einen guten Ansatz, die Mentalität stimmt und das ist, glaube ich, das Wichtigste. André Hoffmann hat nach dem Spiel in Braunschweig gesagt, der Saisonstart war ausbaufähig, so von der Punkteausbeute her. Du schlägst gerade so ein bisschen in dieselbe Kerbe, wenn ich das so richtig verstehe. Ja, ich glaube, man muss sich ja nur die Spiele angucken, dass da auf jeden Fall möglich gewesen ist. Darum geht es ja. Ich glaube, wir waren jetzt in keinem Spiel hoffnungslos unterlegen, wo wir nicht hätten gewinnen können. Wir haben immer entscheidende Fehler gemacht, die eben dann zu Gegentoren geführt sind. Jetzt in dem Spiel gegen Braunschweig waren wir generell defensiv ein bisschen zu nachlässig, dass wir denen zu viele Chancen gegeben haben, überhaupt auf ein Tor. Und klar, das muss der Ansatz sein, dass du hinten wieder stabiler stehst. Aber mit hinten meine ich nicht die letzte Reihe oder ganz hinten den Tormann, sondern es fängt schon vorne an, dass man da wirklich mit einer Sorgfalt verteidigt, dass hinten erst gar nichts anbrennt. Am Freitag haben die nächste Chance dazu gegen Jan Regensburg. Dort können wir auf 11 Punkte erhöhen, dann wäre der Saisonstart wieder noch mal was schöner. Von der Punkteausbeute her, der Jan hat jetzt eine herbe Pleite gegen den KSC kassiert, 0-6. Gut möglich also, dass wir wieder auf einen Gegner treffen, der eher auf Sicherheit bedacht ist am Anfang, sich vielleicht ein bisschen vom Faktor zurückzieht. Was macht das mit unserem Spiel? Ich meine, gegen Fürth und gegen Braunschweig war es ja eine ähnliche Situation, wenn man so will. Ja, ich glaube, es ist sehr undankbar, gegen einen Gegner zu spielen, der richtig allen rübergebraten gekriegt hat am letzten Spieltag, weil die werden am Freitag hinkommen und die werden wirklich alles über Kampf, über Mentalität kommen. Die werden alles in die Waagschale schmeißen. Dafür wird der Trainer in der Woche schon sorgen. Und da müssen wir uns auf was gefasst machen, dass sie wirklich dann in jeden Zweikampf reinfliegen werden und das 0-6 auf jeden Fall wettmachen wollen. Also von daher müssen wir da von Anfang an auf jeden Fall dagegenhalten. Ob sie jetzt uns hochpressen oder defensiv stehen, das weiß ich nicht. Das ist auch im Endeffekt egal, weil wir es dann dementsprechend besser machen müssen, dass wir zu unserem Spiel kommen. Und da gehört es eben dazu, im Ballbesitz ein besseres Passspiel zu haben, dass wir besser in die letzten Räume kommen. Ja, ob die jetzt dann, wie gesagt, dann volles Brett vorne drauf gehen oder nicht, das ist dann im Endeffekt zweitrangig. Dann hoffen wir mal, dass es uns gelingt, das umzusetzen, was du gerade gesagt hast. Mit 3 Punkten am Ende. Vielen Dank dir, Cello, für das Gespräch. Danke auch.